wieder ein weiteres Interview. FIBOPOWER 2016, hier direkt vom GNBF-Stand. Neben mir Adi aus Wunsdorf. Ja, hallo Behrens. Hallo Adi. Und Matthias Schulze. Hallo, grüß dich. Zwei der besten GNBF-Athleten. Adi, du hast zwar noch keinen Titel geholt bei uns, aber du hast schon mal oben angeklopft. Und deine Form ist immer sehr gut. Ich denke mal, du wirst weiterhin Wettkämpfe machen. Ich werde definitiv weiter Wettkämpfe machen. Dieses Jahr behalte ich mir vor, weiterhin einfach nur zu trainieren und nicht auf die Bühne zu gehen. Aber gewiss im nächsten Jahr wird es wieder in die Vollen gehen. Wenn man das so sieht, denkt man, da fehlt nicht mehr viel. Ne? Also du stehst hier und hast eine tolle Aderzeichnung, niedrigen Körperfettanteil, du spannst ja nicht mal an, denke ich. Also ich meine, gut, das ist natürlich deine eigene Entscheidung. Aber viel fehlt ja nicht mehr. Nee, viel fehlt nicht mehr, tatsächlich nicht. Ich habe mich jetzt für die FIBO ein bisschen darauf vorbereitet, habe die Kalorien etwas reduziert. Also keine richtige Diät gemacht in dem Sinne. Es sind 3,5 bis 4 Kilo runtergegangen. Und ich bin ja auch in der Offseason niemals übermäßig proper. Ne? Also ich behalte auch in der Offseason meine Form. Wunderbar. Adi, dann schon mal toi toi für 2017. Wir sehen uns ja vorher auf jeden Fall nochmal. Davon gehe ich ganz stark aus, ja. Danke. Ja, Matthias, der amtierende Champion in der Men's Physikklasse. Genau, so sieht's aus. Und habt ihr ja eben bei der Bühnenshow schon gesehen. Sehr schön bist du da aufgetreten. Du willst ja weiter in der Men's Physikklasse dich etablieren. Hattest dir erzählt, dass deine Lebensgefährtin sieht dich hier in der Leichtgewichtsklasse, im Bodybuilding, oder du selbst siehst dich da oder hast dich da eher gesehen. Hast da jetzt den Wechsel gemacht zur Men's Physik. Warum? Ja, es war ihre Entscheidung, beziehungsweise sie wollte mich gerne dort sehen und ja, Fraueninstinkte haben öfter mal recht, ja, das hat sich bestätigt und ja, die Chance will ich nutzen und mich in Zukunft dort zeigen. Und eventuell auch mal international in den Start gehen? Ja, sehr gerne. Ich wollte auch bei der internationalen Deutschen jetzt starten, aber da ich arbeitsbedingt einen großen Schritt nach vorne gemacht habe und in Bratislava lebe, meine Freundin ist in Deutschland, bin ich oft am Pendeln und die Verantwortung auf Arbeit, einfach alles zusammen, lässt sich zurzeit nicht optimal kombinieren. Sehr schwer für mich, das habe ich gerade jetzt in der FIBO-Diät, sage ich mal, ne? Ich habe mich auch ein bisschen runtergecuttet, mitbekommen, dass es zu schwer für mich ist und da steht die Arbeit erstmal im Vordergrund, denn wir machen das nicht hauptberuflich. Ja, also starten wollte ich im Mai, das habe ich jetzt abgesagt und ich werde 2017 im September, im Herbst wieder losgehen. Startest du wieder. Also ich stimme dir da völlig zu, es ist immer noch ein großer Unterschied, ob du nur sehr gut in Form oder gut in Form bist oder auf den Wettkampf gehst. Das ist nochmal das letzte Quäntchen, was man da wirklich nochmal zusammenreißen muss. Und wenn es da in den Randbedingungen schwierig wird, im Beruf oder Privatleben, ist sehr, sehr schwierig. Also ich denke mal, war eine richtige Entscheidung und wir müssen ja auch Prioritäten setzen. Du bist ja gut in Form. Wenn du jetzt in der guten Form bleibst und noch ein bisschen besser wirst, hast du auch für 2017 natürlich wesentlich einfacher, nochmal richtig durchzustarten. Genau. Ja, dafür auch viel Erfolg und schön, dass ihr da seid. Ja, danke.